City Transformer. Dieses Fahrzeug wurde entwickelt, um Städtereisen angenehmer zu gestalten. Der in Israel entwickelte und in Deutschland hergestellte City Transformer ist ein Elektroauto. Er wurde mit einem speziellen City-Modus ausgestattet, der bei Aktivierung die Breite des Autos auf einen Meter reduziert. Diese Funktion bietet völlig neue Möglichkeiten für Parks. Angetrieben wird das Auto von zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 20 PS. Der City Transformer beschleunigt auf 90 km pro Stunde und hat eine Reichweite von 180 km. Die Autos können bereits bestellt werden. Die Kosten beginnen bei 14.650 US-Dollar. NEOcean Overboat. Man braucht kein Privatflugzeug, um über Wasser zu fliegen. Das geht auch mit der Entwicklung des französischen Unternehmens NEOcean. Overboat ist ein persönliches elektrisches Wasserfahrzeug, das mit speziellen Unterwasserflügeln aufsteigt. Zu den Transporteigenschaften gehören Umweltfreundlichkeit, Geräuschlosigkeit, Leichtigkeit sowie Stabilität. Die einzigartige Form verbessert die Energieeffizienz um 60%. Die Leichtigkeit des Designs sorgt für Auftrieb im statischen Zustand. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 28 km pro Stunde. Lamborghini Countach LPI 804. Dieses Fahrzeug wurde im Jahr 2021 präsentiert, aber seine Silhouette wird vielen Autofahrern bekannt vorkommen. Der LPI 804 ist ein Remake des berühmten Supersportwagens Lamborghini Countach, der von 1974 bis 1990 produziert wurde. Es gehört zu einer limitierten Auflage von nur 112 Stück. Der 6,4-Liter-Motor mit 800 PS ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 355 km pro Stunde. Von 0 auf 100 geht es in nur 2,8 Sekunden. Arosno E-Trace. Den Spezialisten der französischen Firma Arosno ist es gelungen, einen Schneescooter und ein Fahrrad zu kombinieren. E-Trace besteht aus zwei Teilen. Die Ski sorgen für das Gleiten und die Raupenplattform für die Bewegung. Durch das Drehen der Pedale wird ein einfacher Mechanismus in Gang gesetzt, aber auch ein Elektromotor kann den Fahrer unterstützen. Das Gerät ist relativ kompakt, wiegt 45 kg und trägt Fahrer bis zu 120 kg. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 25 km pro Stunde. Der Akku reicht für 45 km. Dresina. Ein herkömmlicher Roller ist dieses Fahrzeug nicht wirklich. Man muss sich nicht abstoßen, um auf dem Dresina voranzukommen. Stattdessen schlagen die Entwickler vor, einen mechanischen Antrieb zu verwenden. Die Fahrer bringen den Dresina-Roller zum Wenden, indem sie ihr Gewicht auf die eine oder andere Seite verlagern und die Vorderräder in die gleiche Richtung drehen. Die Federverbindung zwischen diesen Rädern verhindert ein seitliches Verrutschen. Zu den interessanten Merkmalen gehört ein breites Deck, das es zwei Personen ermöglicht, zu fahren. Dresina trainiert die Beinmuskulatur viel besser als normale Roller. Die Kosten beginnen bei 350 US-Dollar. Velo. Das folgende Gerät kann jedes Fahrzeug in ein elektrisches verwandeln. Velo ist ein Rad, an dem ein Motor und ein Lenker befestigt sind. Auf Reisen dient das Gadget als ein Schlepper. Und was genau er vorantreibt, entscheidet der Fahrer. Ob Rollschuhe, Skateboards oder Longboards. Der Prototyp verwendet einen Low-Power-Akku, hat also eine Gangreserve von 8 bis 10 Kilometern. Die Serienversion erhält einen leistungsstärkeren Akku, sodass die Entwickler eine endgültige Gangreserve von mindestens 100 Kilometern versprechen. E-Cooter. Dieses Fahrzeug wurde dieses Jahr präsentiert. Die Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform ist gerade in Gange.
E-Cooter der britischen Firma IQ ist ein Elektroroller, der sich in 7 Sekunden in mehreren Bewegungen zusammenfalten lässt und so eine bequeme Lagerung und einen bequemen Transport bietet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 32 Kilometer pro Stunde. Eine Akkuladung reicht für 100 Kilometer. Der Hersteller betont, dass sich der E-Cooter in einem Winkel von bis zu 18 Grad bergauf bewegen kann. Der Preis beginnt bei 700 US-Dollar. Carver. Kompakte City-Elektroautos sind alles andere als neu. Aber auch das niederländische Unternehmen Carver demonstriert seine persönliche Version. Trizikel bietet Platz für 2 Personen. Das Fahren ist laut den Entwicklern komfortabel und macht Spaß. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km pro Stunde. Die Gangreserve beträgt 100 km. Der Preis beträgt etwa 11.700 US-Dollar. Für zusätzliche 1.100 US-Dollar kann man eine Sport- oder Komfortmodifikation erhalten, die ein Audiosystem, Halterungen für ein Smartphone, Sitzbezüge und Fußmatten vorsehen. Leaf D05. Leichtes, aber robustes Gehäuse, LCD-Display, komplette Scheinwerfer und Schutz der unteren Teile vor Wasser. All dies sind die Eigenschaften, die das D05-Modell der amerikanischen Firma Leaf besitzt. Dies ist ein dreirädriger, vollelektrischer Roller mit einem futuristischen Design. Die kompakte Größe ermöglicht es ihnen, in einer geschäftigen Stadt sicher zu manövrieren. Eine ordentliche Höchstgeschwindigkeit von 43 km pro Stunde hält sie überall auf der Spur. Schließlich hat der D05 eine beeindruckende Reichweite von 71 km für seine Klasse. Der Kauf kostet 4.300 US-Dollar. Aircar. Hier ist der Name Programm. Aircar ist ein Fahrzeug, das in die Luft abheben kann. Es wurde in der Slowakei von Stefan Klein entwickelt und flog im vergangenen Jahr erstmals in die Luft. Seitdem ist Aircar über 40 Stunden geflogen. Am Boden wird das Auto von einem konventionellen Benzinmotor von BMW angetrieben. Die Verwandlung in einen Flightlay dauert etwas mehr als 2 Minuten. Das Aircar kann bis zu 2500 Meter und Geschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde fliegen. Splag Transformer. Die Entwickler nennen ihre Idee den wandelbarsten Elektroroller, den es gibt. Splag Transformer ermöglicht es, nicht zwischen Gelände oder Stadtfahrzeug zu wählen, sondern alles auf einmal zu nutzen. Ein im Hinterrad eingebauter 960 Watt Elektromotor beschleunigt auf 38 km pro Stunde. Die Beschleunigung dauert nur 4 bis 6 Sekunden. Das Fahrzeug bewältigt auch Anstiege mit einem Winkel von bis zu 16 Grad. Beide Räder sind mit Federung und Scheibenbremsen ausgestattet, wodurch man souverän im Gelände fahren und kleine Hindernisse überwinden kann. Für den Stadtverkehr verwendet man am besten glatte Reifen und für Offroad-Bedingungen Reifen mit ausgeprägtem Profil. Das Fahrzeug kostet 1.200 US-Dollar und kann jetzt vorbestellt werden. WMC 250 EV. Zum Schluss noch ein britisches Elektromotorrad von White Motorcycle Concepts, dessen erste Tests vor wenigen Wochen abgeschlossen wurden. Das Fahrzeug verfügt über eine ungewöhnliche Silhouette, die für verbesserte Dynamik sorgt. Eine Öffnung im Vorderteil lässt Gegenströmungen zu und reduziert den Luftwiderstandsbeiwert um 69%. Es ist noch zu früh, um über serienmäßige technische Eigenschaften zu sprechen, aber die Entwickler versprechen einen 340 PS Motor und eine Beschleunigung auf 402 km pro Stunde. Nächstes Jahr soll das Fahrzeug einen neuen Geschwindigkeitsrekord in Großbritannien für Motorräder aufstellen. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt.
schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.